Hallo, ihr Gärtner da draußen. Eine Hortensie blüht am Holz des Vorjahres. Was ich hier mache, ist der Verjüngungsschnitt. Ich möchte die Pflanze stimulieren, dass sie von unten neu treibt. Denn das Holz, was dieses Jahr gebildet wird, ist das, wo im nächsten Jahr, im Sommer, dann die Blüten erscheinen. Alte Blüten vom Vorjahr und tote Äste. Das kommt als erstes raus. Wenn ich dann in der Hortensie noch Blütenbüsche vom vorigen Jahr finde, schneide ich sie jetzt raus. Man lässt sie über den Winter dran, denn die geben der neuen Knospe ein wenig Frostschutz. Im Schritt 1 alles Tote raus und putze die Pflanze aus, und zwar so tief wie möglich. Was ich machen möchte, auf jeden Fall bei dieser Pflanze, und darum geht es mir, ist es, Licht zu schaffen, Licht im Busch, um die Pflanze vor Krankheiten zu schützen. Denn wenn hier ein dichtes Dschungelwerk herrscht, kommen pilzliche Erkrankungen gerne darin vor. Ich möchte aber auch die jungen Triebe fördern. Um diesen hier geht es mir. Der soll nächstes Jahr blühen, und solche jungen Triebe, die möchte ich fördern. Ganz schön was zusammengekommen beim Schritt 1. Im nächsten Schritt unserer Verjüngungsarbeiten gehe ich hin und gucke mir alte, lebende Äste raus. Die Bauernhortensie verliert Vitalität an den Ästen, die 3 Jahre, 4 Jahre oder so alt sind. Die kommen jetzt ebenfalls raus. Das heißt, ich gehe runter, wieder auf die Knie, suche solche alten und schneide die bodenbündig ab. Dieser Ast ist 3 Jahre alt, und ab jetzt wird er anfangen, Vitalität zu verlieren. Ich erkenne jetzt hier auf diesem Ast schon die verschiedenen Altersstufen. Hier ist so ein Neutrieb. Dieser hier, der ist von diesem Jahr, ist mir aber zu weit oben. Das hier ist Holz des vergangenen Jahres, und das hier ist das Holz des vorvergangenen Jahres, und das hier, das ist schon 3 Jahre alt. Man erkennt dieses alte Holz auch daran, dass es schon so riffelig, borkig und fast korkig ist an der Basis. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte frisches, vitales Holz haben, was maximal wirklich 2 Jahre unten an der Basis ist. Das ist mir zu alt. Es gibt eine Bauernregel bei der Verjüngung, dass man ein Drittel dieser Äste rausnehmen kann. Deswegen, bei 10 würden 3, vielleicht sogar 4 rausgehen, etwa ein Drittel, rheinisch gerechnet. Diesen Neutrieb, den möchte ich fördern, der ist aber an einem sehr alten Ast. Den alten Ast nehme ich raus, lasse den Neutrieb aber, denn den möchte ich fürs nächste Jahr haben, um Blüten zu bilden. So habe ich ihn jetzt abgeschnitten. Und da ist jetzt Platz, Raum, Licht und Luft für den Neutrieb. Jetzt habe ich meinen Busch verjüngt. Da sind jetzt nur noch Äste drin. Die sind 2 Jahre und jünger. Der nächste Schritt ist jetzt wie beim Friseur. Ich denke mir einen Rund, um der Sache Kontur und Silhouette zu geben. Das sind die Dinge, die jetzt wirklich Spaß machen, um dem Busch dann wieder etwas Form zu verabreichen. Die Äste des diesen Jahres, die frischen sind, die grün sind, haben auch so eine glasige Art und Weise. Die sind sehr brüchig. Da muss ich vorsichtig sein, wenn ich dran arbeite. Jetzt ist ein wenig mehr Kontur drin. Klar, ich habe dabei beim Verjüngungsschnitt auch Blüten des diesen Jahres rausgeschnitten. Ich möchte aber Äste fördern, die nächstes Jahr dann in Blüte kommen und dann noch reichhaltiger sind. Schritt 4. Jetzt
Wie der Busch Silhouette und Kontur gekriegt hat, komme ich viel besser unten an die Wurzeln dran, denn den Platz brauche ich ja, damit sich die neuen Triebe entwickeln können, die nächstes Jahr für uns von Relevanz sind. Hier kann man dann kratzen, um dann solche alten Dinger noch rauszuholen. Wenn ich dann etwas finde, wo ich dann nicht rankomme, weil es zu dick ist, bediene ich mich auch gerne solch einer Astschere. Die Herausforderung ist dabei, nicht die Neutriebe zu verletzen. Vorsichtig sein und nur das rausschneiden, was wirklich überaltert ist und keinen Neutrieb hat. Wenn man diese Arbeit einmal gemacht hat, braucht man sie die nächsten Jahre nur durch den Erhaltungsschnitt aufrecht zu erhalten. Im letzten Schritt möchte ich unserer Bauernhortensie jetzt Gutes tun. Bauernhortensien wachsen an feuchten Standorten und haben stets einen kühlen und feuchten Fuß, wie der Gärtner sagt. Die Wurzeln möchten abgedeckt sein mit einem Mulch. Ich habe gerade eben den alten Kram rausgeholt, altes Holz und so weiter. Aber jetzt möchte ich sauren Mulch auf die Hortensie tun. Denn saurer Mulch bewirkt, dass die Blüten blau werden. Und da habe ich beim Nachbarn Kiefernadeln unter seinem Baum gerade gesammelt. Wenn ich keinen Nachbarn habe, der Kiefernadeln hat, nehme ich Laub, was ich im letzten Jahr im Herbst noch gesammelt habe und in einer Miete im Garten irgendwo gelagert habe. Wenn das alles nicht da ist, hole ich mir aus dem Gartencenter Kiefernrinde im Beutel. Oder ich kann auch mit einem Hortensiendünger, das ist Aluminiumsulfat, die Farbe der Blüten blau werden lassen, dadurch, dass chemisch der Boden sauer wird. Zusätzlich gebe ich noch der Bauernhortensie Pferdemist. Das gibt der Pflanze Energie und Kraft. Kiefern sind sauer. Dadurch wird der pH-Wert abgesenkt. Torf oder dergleichen, was auch sauer ist, verwenden wir nicht. Aus Nachhaltigkeitsgründen. Laub aus dem letzten Jahr schön gekräuselt, gibt eine wirklich schöne Mulchabdeckung hier für unsere Pflanze. Was wir als Menschen als B12 Vitamine essen, um fit und stark zu sein, ist für Pflanzen eine gute Lage. Laub aus dem letzten Herbst. Idealerweise Buchenlaub. Und jetzt das Kraftfutter. Pferdemist. Der Pferdemist baut sich über die nächsten Wochen hier ab und gibt unserer Hortensie genug Nährstoffe. Zum Schluss kriegt die Hortensie noch was Wasser. Während das Wasser jetzt läuft, kann ich noch erklären, dass die Hortensien pH-Wert empfindlich sind. Im sauren Milieu, also bei Kiefernrinde, Laub, werden die Blüten blau. Und rote Hortensien kriegt man bei der richtigen Sortenauswahl dann mit alkalischem pH-Wert hin. Weiße Hortensien, das sind Züchtungen, die sind irrelevant des pH-Werts, werden sie weiß. Diese hier wird blau und ich bin mal gespannt, wie diese Pflanze sich im Laufe des Jahres macht. Was haben wir erreicht? Aus einer alten, überalterten Pflanze haben wir das Material, was nicht mehr vital ist, rausgenommen. Wir haben Raum, Luft und Licht geschafft an der Basis, damit Astwerk der diesjährigen Saison hochwachsen kann, um im nächsten Jahr zu blühen. Was dann folgt, ist dann nicht mehr der Verjüngungsschnitt, sondern der Erhaltungsschnitt, wo ich dann diese Grundstruktur von jungen, ein- bis zweijährigen Ästen halte. Diese Pflanze, die ist fit und vorbereitet für die Saison, kann neue Triebe bilden und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Frühjahr.